Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sonne, Wind und Steine, das Reisemagazin. Heute aus dem superschönen und sonnigen Melbourne Beach, Florida. Richtig gehört. Nicht Melbourne in Australien, sondern Melbourne Beach in Florida, welches 1883 gegründet die älteste Strandgemeinde in Brevard County ist und 1923 offiziell als Stadt anerkannt wurde. Melbourne Beach ist eine besondere Perle auf dem Inselband zwischen dem Indian River auf der einen Seite und dem Atlantik auf der anderen. Hier ist der Sheriff morgens Schülerlotse, der Rest seines Tages ist weniger spannend. Die Kriminalstatistik für das Jahr 2020 weist 29 Diebstähle, 6 Einbrüche, 2 Autodiebstähle und einen tätlichen Angriff aus. Melbourne Beach ist ein Ort, an dem das Altwerden und das, was danach kommt, in Ehren gehalten wird. So findet man im Rickman Park viele Parkbänke am Ufer des Indian River. Alle gehen Sonnenuntergang ausgerichtet und mit liebevollen Inschriften den Verstorbenen gewidmet. Von Melbourne Beach Richtung Norden geht es entlang der Space Coast bis Cape Canaveral. Auf dem Weg dorthin kommt man auch an Ron Johns Surfshop vorbei. Der Ron Johns Surfshop. Ich befinde mich jetzt am Cocoa Beach, das ist Teil der Space Coast hier in Florida. Space Coast deswegen, weil nämlich hier hinter mir irgendwo ist Cape Canaveral mit den ganzen Launch Pads. Heute für 13 Uhr war ein Raketenstart angesetzt. Das Besondere an diesem Raketenstart ist die erste Rakete, die aus dem 3D-Drucker kommt. Allerdings dann nicht aus Plastik, sondern aus Metall gedruckt. Und wir sind jetzt ziemlich weit weg und jetzt warten wir mal, was so passiert. All parties, we are scrubbing operations for the day. Thanks for playing. All right, you just heard that update from Mission Control. We are unfortunately scrubbing today's operations. We're going to stand by for additional details from Clay Walker. Nach wie vor hat die Raumfahrt, sei sie nun bemannt oder unbemannt, nichts an ihrer Faszination verloren. Bei jedem Raketenstart hier in Cape Canaveral scharen sich hunderte Schaulustige, um diesem Schauspiel beizuwohnen. Nachdem gestern der Start der ersten Terran-1-Rakete, 85% stammten aus dem 3D-Drucker, nicht funktioniert hat, ist es heute eine Falcon 9 von SpaceX, die irgendwann im Laufe des Tages hier hinter mir starten wird. Rund um das NASA-Gelände und die Abschussrampen gibt es zahlreiche Punkte, von denen aus man einen Raketenstart beobachten kann. Die Webseite launchphotography.com von Ben Cooper gibt zum Beispiel Tipps, von wo aus man den nächsten Start am besten verfolgen kann. 5, 4, 3, 2, Es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick ins Internet zu werfen, zum Beispiel auf nextspaceflight.com, sollte man mal hier in Cape Canaveral sein oder an der Space Coast. Das soll es von hier gewesen sein. Ich werde mir jetzt noch einen Kaffee organisieren und mache mich auf den Weg. Und immer schön dran denken, Umwege erhöhen die Ortskenntnis.